Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal, zu einer neuen Folge von Transportfieber 2. Wir waren ja hier im Schönbau stehen geblieben, so einigermaßen Schönbau, hier mit dem Bahnhof und hier der Sesselbahn, die nach da oben zum Schloss führt. Da oben, ne, seht ihr das da oben, das Schloss hier hinten im Hintergrund. So, jetzt fehlen natürlich hier auch noch Möglichkeiten, mal was zu essen. So, ich habe mir von Ingo mal Ingos Gasthöfe runtergeladen. So, Gasthof Luke am Wolfgangsee. Wir können natürlich auch Weißer Rüssel oder es so nennen. Es ist ja eigentlich in dem Sinne egal. So, da wird es ein bisschen anders. Da ist es mit Glas vorne. So, wenn ich Gasthof Luke um 1905 nehme, dann haben wir hier die Terrasse. Das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Beleuchtung, Gäste haben wir eingeschaltet. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir es da irgendwie so ein bisschen hier eingebettet kriegen. So, müsste eigentlich auch noch ein Stück zurück, damit da ein paar Autos auch parken können. So, gucken wir, jetzt haben wir das. So, jetzt haben wir natürlich Sitzgruppe Blumenkästen, Halteschild, Gedeck, Kellner, Schilder mit Beschriftung. Was haben wir denn für eine Beschriftung da drauf? Ersetz oder Bewohner? Nein. Wir müssten natürlich jetzt auch noch den Biergarten irgendwo hier hinsetzen können. So, das sieht natürlich ein bisschen dumm aus, wenn der Biergarten jetzt auf einer anderen Seite ist. Also finde ich jetzt. Wenn wir den jetzt so ein bisschen höher setzen, so. Hier am Hafen dran. So, das müsste doch eigentlich auch gehen. So, guck mal, da ist der Biergarten. Direkt hier am Hafen dran, so. Müsste doch auch passen, oder? Setzen wir einfach mal dahin. So. Noch direkt einen daneben. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo habe ich denn jetzt... Hier habe ich den Kellner gesehen. So. Natürlich jetzt blöde gemacht, dass der Biergarten auf der Seite ist, aber was soll ich machen? Gut, ich könnte es ja mal versuchen, ob wir den Biergarten hier hinkriegen. Da würden wir ihn auch hinkriegen. So. Wird aber ein bisschen hoch sein, oder? So. Ja, das macht er jetzt ja nur auch nichts. Bisschen drehen. So, dann hätten wir jetzt hier auch noch, könnten wir auch noch so eine Art Biergarten hinmachen hier. So. Den vielleicht noch mal wegnehmen, den so ein bisschen bündiger setzen. Ah, da sind ja die Blumen dran, deswegen ja, müssen wir mal gucken, dass wir es einen ganz kleinen Tack runter machen, so. Und auch vielleicht einen ganz kleinen Tack nach da. So. Dann hätten wir jetzt hier auch einen Biergarten. Müssten wir mal unser Tool hier nehmen. So. Hier hinten vielleicht auch noch so ein bisschen. So, dass das Haus nicht gerade so
in der Mauer sitzt hier so, guck mal, so kriegen wir doch noch so ein bisschen hier hin. So. Mal gucken, dass wir hier bei den Assets. Mal gucken hier, Ingo. Da habe ich die Tiere, aber sonst nichts. Bei Zäunen, hier, das ist Ingos Zaunmod, der jetzt praktisch hier rumgebaut werden könnte. So. Aber da ist ja eigentlich ein Zaun. Setzen wir hier einen Zaun hin. Einen bräunlichen am besten, oder? Hier so. Hier so hin. Fertig. Dann könnten wir ja hier noch so ein Zäunchen hinsetzen. So. Hier an der Straße her, so. Damit es bei Ingo ein bisschen besser aussieht. So. Hier würde ich jetzt einfach mal gucken, dass wir unser Tool hier nehmen. So. Hier ein bisschen. Nicht so viel, nur groß. So. Hier so ein bisschen einebnen. Wir könnten aber auch ein bisschen was Dunkleres nehmen. Was haben wir denn hier? Genau, so, guck mal. Da noch ein bisschen kleiner machen hier. Könnte man das nämlich hier auch her machen. So. Hier nochmal in die Assets rein. Wo haben wir sie denn hier? Bäume? Hier, ja, Apfelbaum, aber einzelne, wenn es geht. So. Hier auch noch so ein Apfelbäumchen hin, so. Hier an der Ecke. Warten wir das denn gerade, wo das so schön passte. Da. So. Hier auch noch so ein Bäumchen, aber dann sehen wir ja nichts mehr von dem Dings. So, jetzt müssten wir natürlich, gut, hier könnten wir jetzt auch noch ein Bäumchen hinsetzen. Oder so ein Ingo-Zaun, der hier, was weiß ich, bis hier hingeht und so, damit man sieht, dass das dazugehört. So, gehen wir nochmal an die Zäune. Ingos Zaun, wir hatten den. So. Ziehen wir den bis hier. Oder bis hier so. Hier rüber. Und dann nach hier. So. Das wäre fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, das nehmen wir weg. So, und dann würde ich jetzt hier aber auch nochmal vorschlagen, dass wir hier hingehen. Ein bisschen Gras nehmen. So, hier vielleicht nochmal so ein bisschen, aber nicht so hohes Gras. Ja, das sieht dann da schon, glaube ich, besser aus so. Hier dann vielleicht so kleine Wege rein. So. Damit es ein bisschen schön da aussieht. Ja, ein Boot wollen wir jetzt nicht haben, das auch nicht. Aber apropos Flugzeuge, die müssten wir auch noch mal irgendwann uns holen. So.
hier noch so ein Autosave. So. Ein paar kleine Büsche hier. So, damit bei Ingo dann auch alles läuft. So, jetzt ist das doch schon mal hier ein schönes Naherholungsgebiet. Gasthof Lug. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie gesagt, ich könnte jetzt hier so eine Straße nehmen. Habe ich denn was das? Spurige 10 Kilometer Weg für die Feldarbeit. Probieren wir es einfach mal aus. So. Nee, geht nicht. Aber nur in einer Richtung, das ist schade. Und der? Auch nur in eine Richtung. Der ist ein bisschen groß jetzt schon. Dann lassen wir es hier einfach. Nehmen wir hier einfach noch so ein bisschen Erde hier. Und gehen hier so ein bisschen noch rüber hier. So. Hier müssen wir mal schauen, was wir machen. Vielleicht noch ein paar Bäumchen hier hinsetzen. Sowas hier. So. Das Problem ist natürlich jetzt, mit Ingos Zaun, theoretisch, welchen hatten wir den hier, ne? Theoretisch müsste der ja jetzt hier weitergehen. Hier weitergehen, nach hier oben. Vielleicht so bis hier. So. Hier rüber. Gucken, wie das aussieht. Wenn wir jetzt von hier kommen. Ja, so sieht das, sähe das schon einigermaßen aus. So. Dann hier dran, so. Dann hätten wir das Grundstück eingezäunt. So, hier vielleicht nochmal einen Weg rein. Könnte man hier auf der anderen Seite dann auch vielleicht machen. Hier. Jetzt haben wir natürlich einen anderen Zaun genommen wie unten. Sehe ich gerade. Das ist natürlich bescheuert, wenn ich das mal so sagen darf. So, also müssen wir jetzt hier noch mal alles wegreißen. Schade. Und ist vorne, oder wir lassen das so. Vorne ist der grüne Zaun und da hoch geht der andere. Ist mal was anders. Ja, eigentlich sollte der Grüne ja nicht von da kommen. So. Fertig. Hier haben wir jetzt auch den roten.
Ja, dann lass mir einfach. Lass mal einfach so. So, aber mir gefällt das da noch nicht. Da könnten ruhig noch vielleicht ein paar Bäume in hier so. Ja gut, hier ist natürlich jetzt schlecht. Da, ne? Hier ging's wieder. Hier auch. So, so sieht es ja vielleicht schon mal gar nicht mal so schlimm hier aus. So, jetzt müssten wir nur mal gucken, wo die Leute herlaufen. Dann könnte man das ja ändern. So, jetzt haben wir natürlich viel hier rumgedoktert. LKWs wollen wir nicht. PKWs. So, nehmen wir mal hier. Den stellen wir einfach mal hier so hin. Hier ist es gerade. So. Ist natürlich nur schade, dass gut, wir könnten ja jetzt einen hier so reinsetzen. So. Hier sind überall noch Parkplätze. So, da könnte man den, die müsste man eigentlich kippen können. So. Hinten runter ist das das. Das zur Seite gekippt. Das ist zu weit vorne. Müssen wir in die andere Richtung. Noch vielleicht ein kleines Stückchen noch ein. Jo, guck mal, dann passt der da noch hin. Und der auch. Da haben wir nichts von. Da brauchen wir nichts von. So, was haben wir denn jetzt noch hier? DHL. UPS. So, UPS hier noch. Nein, nein, nein. Du weg. Du müsstest auch weg und du auch. Sonst haut der Bus da rein. Aber es wäre nicht so schlimm. Setzen wir den BMW ein bisschen weiter nach hier hinten. Und den anderen auch. Also das wäre jetzt nicht so tragisch. So, dann hätten wir das soweit auch hier. So, ein schönes Café. So, ich würde dann sagen, hier vielleicht auf dieser Insel auch noch ein schönes Café irgendwie hier hin. So an der Seilbahn dran. Dann können wir von Ingo ein anderes Hotel, also andere Gaststätte nehmen. So, wir haben ja jetzt den Gasthof Luke genommen. So, hier auf der Insel gibt es dann halt auch einen Gasthof. Auch mit Bewohnern. Was ist denn mit Straße? Da ist hinten eine Straße dran, deswegen. Ja, aber das muss ja nicht sein, oder?
die Straße wird dann auch nicht so richtig da passen. So, guck mal. Hier so hin. So. Gasthof. Noch ein bisschen drehen. So. Lasst uns mal näher rangehen. Na komm, geh mal aus. So. Gasthofflug. So. Geht's weiter. Mit einem Biergarten. So. Ja, ein bisschen Platz lassen, damit man daher gehen kann. So ein bisschen dran hier. So. Guck mal, ist doch ein schöner Biergarten. Da hat ein Kellner dazu. Blumenkästen. Ah, die brauchen wir nicht unbedingt. Schild. Ich weiß nicht, was draufsteht. So, hier geht's zum Biergarten. Halteschild. So. Dahin. So, dann hätten wir natürlich hier auch schon wieder einen schönen Gasthof. Schön hier in dem Wald gelegen mit drin, mit Besuchern. So, so langsam wird das Gebiet schön. So, als nächstes muss ich mal gucken, ich habe da noch einen Mod mit Fahrradfahrern. Den würde ich dann gerne mal hier hinsetzen. So, und ich würde gerne, hier geht ja eine Schnellstraße her. Hier würde ich jetzt noch gerne, das können wir ja schon mal anfangen, eine kleine Straße hersetzen. So, ich weiß jetzt ja nicht, wie klein diese Straße hier ist, aber die ist sehr klein, aber das machte ja nichts. 2-spurig übermalbare Straße. Die kann man auch noch übermalen. So, hier 90, 1K, 1000 Kilometer pro Stunde. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. So, was haben wir hier? Für Trecker. Ich weiß gar nicht, haben wir auch für Fahrradfahrer haben wir nichts. Okay. Aber diese Straße mit 25 km/h wird doch hier schon mal herpassen, oder? Was meint ihr? So. Ist ja jetzt in dem Sinne keine Straße, ist ja mehr ein besserer Feldweg. So. Der müsste jetzt dann auch. Der müsste dann eine eigene Brücke haben, aber die halt ein bisschen höher ist, ne? So, vielleicht ein bisschen höher. So. Na, komm her. Hier so rüber. Vielleicht auch noch einen kleinen Tack höher. So, jetzt habe ich natürlich die Dings vergessen. Hat er die jetzt dahin gemacht? Tatsache. Ja, aber war das denn jetzt eine unsichtbare Straße? 2-spurig übermalbare Straße. Übermalbare. Übermalbare. Ja, aber ich will sie ja nicht übermalen. Und sie soll ja theoretisch auch von der Buslinie vielleicht benutzt werden. Also müssten wir die hier wegmachen und eine ganz normale Straße hier nehmen. Hier so eine Straße. Wie auf der anderen Seite auch ist.
So, müssten wir mal gucken, dass wir hier so drankommen. Die müsste aber eine ganze Ecke höher. So. Aber vielleicht kann ich auch so eine Straße hier nehmen. Und hier dran her. So, aber die ist dann nicht hoch genug. Schade. Die müsste schon höher sein. Das müssen wir dann mal ausprobieren, wie wir das am besten hinkriegen. Sie müsste ja so hoch sein, dass dann auf jeden Fall die Schiffe drunter durchpassen. Das wäre nicht hoch genug. So einen ganz kleinen Tack runter. Wird das passen? Runter bitte. So. Das ist zu steil. So. Jetzt bin ich auf die falsche Taste gekommen. Aber wir könnten das schon irgendwie hier hinkriegen. Das müsste theoretisch gehen. Kann ich denn hier nicht eine Straße andocken hier? So. Das geht. Auf der Seite wird es hier auf jeden Fall gehen. Guck mal. Aber die wäre auch tiefer. Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Das kriegen wir hin. Und wenn wir halt mit der Straße hier reingehen, das ging auch. Dass wir jetzt hier das Stück Straße benutzen, hier hinten rumgehen. Und dann hier müssten sie halt durch den Kreisel, naja, noch nicht mal, sie könnten ja jetzt hier wieder reinfahren. So, müsste nur diese Straße auch weitergeführt werden. So. Aber eine innere, also eine Innerstadtstraße dann, weil die ist ja breiter. So. Und das könnten wir dann da auch herlegen. Dann haben die Fahrradfahrer wenigstens einen vernünftigen Weg, wo sie herfahren können. Müssen wir mal gucken hier. Wir könnten ja schon mal hier so ein Stück legen. So. Halt nicht an, durch, nicht halt nicht durch den Tunnel so hier so rum. Naja, das kriegen wir auch noch hin. Hier so die Straße her. So am Wasser. Dann geht's ein bisschen gerade. Hier so her, so. Unterhalb von der so hier dann halt gerade so ziemlich lange, aber dann kämen wir hier auch zu dem Bahnhof hin. Das wäre natürlich auch schon mal nicht schlecht, ne? So, hier am Bahnhof vorbei. So. Und dann hier wieder rein. So. Dann hätten wir ja schon mal ein Stück Straße. So, müsst ihr nur mal gucken, wie wir das hier herkriegen. Ja, am besten über eine Brücke, ne? Wäre schon so bis hier, weil da fährt sowieso keiner mehr her. Ah, jetzt haben wir natürlich noch keine Brücke ausgesucht gehabt. So, aber ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen.
weil die Zeit ist schon wieder um. Ich fand es wieder schön mit euch. Bleibt mir gewogen. Wir haben zwei Gasthöfe gesetzt. Wir haben noch ein paar Leute dahin gepackt, ein bisschen Schönbau betrieben, eine Straße angefangen, die wir bald weitermachen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt mir gewogen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf die Glocke. In den Kommentaren könnt ihr auch gerne Wünsche äußern, was wir an Mods noch mal ausprobieren können. So, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, wie mir auch. Bis dahin und bis dann, euer Donny. Macht's gut.